Sehr geehrte Frau Staatsministerin Roth, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Herzing, sehr geehrter Herr Dr. Blühbaum, sehr geehrter Herr Dr. Schauerte, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, Sie heute hier zur Jahrestagung 2024 des Deutschen Museumsbunds in Aschaffenburg begrüßen zu dürfen. Ein herzlicher Gruß auch an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Tagung von zu Hause aus oder aus dem Büro im Stream verfolgen. Zunächst einen besonders herzlichen Dank an Herrn Oberbürgermeister Herzing und an Herrn Dr. Schauerte, den Direktor der Museen Aschaffenburg. Wir freuen uns sehr über die Einladung und über Ihre großzügige Unterstützung. Wir fühlen uns hier in Aschaffenburg schon jetzt sehr wohl. Gestern durften wir bereits mit spannenden Auftaktveranstaltungen die Aschaffenburger Museumslandschaft erkunden. Abends waren wir von der Stadt Aschaffenburg zu einer Podiumsdiskussion mit anschließendem Empfang eingeladen. Das war ein sehr gelungener erster Tagungstag. Herzlichen Dank dafür. Ein großer Dank geht auch an die Bayerische Landesregierung sowie an die Landesstelle der nichtstaatlichen Museen in Bayern, die uns heute Abend zu einem Empfang hier in den schönen Räumlichkeiten der Stadthalle Aschaffenburg einladen. Wir freuen uns sehr auf heute Abend und bedanken uns ganz herzlich. Ein herzliches Dankeschön auch an unseren diesjährigen Hauptsponsor und Hauptpartner, die WWS Strube GmbH und die weiteren Sponsoren und Partner. Dank dieser Unterstützer können wir Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einen preiswerten Zugang zur Tagung ermöglichen. Die vielfältigen Krisensituationen der letzten Jahre, wie die Schließungen während der Covid-Pandemie, Lieferengpässe, Energieknappheit und Extremwetterereignisse infolge der Klimaveränderungen und die aktuell herausfordernde politische Situation machen deutlich, dass auch Museen unmittelbar und in hohem Maße betroffen sind von den verschiedenen Krisen, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert ist. Als Bewahrer des kulturellen Erbes und als Bildungsakteure im Auftrag dieser Gesellschaft sind Museen dringend in der Pflicht, sich auf zukünftige Krisen einzustellen und vorzubereiten. Damit es uns gelingt, Museen erfolgreich durch Krisen zu navigieren, müssen Museen Krisenprävention als Teil ihrer strategischen Organisationsentwicklung denken und umsetzen. Wir müssen Wege finden, um mit unplanbaren Situationen umzugehen. Dafür brauchen wir neue Kompetenzen. Wir müssen Vielstimmigkeit als Chance begreifen. Und wir benötigen eine konstruktive Fehlerkultur sowie den Willen, ergebnisoffene Prozesse und Unsicherheiten zuzulassen. Wir erwarten hier von den politischen Trägerschaften, dass sie durch Vertrauen und auch durch Bürokratieabbau die Autonomie, die Reaktionsbereitschaft und die Kreativität der Museen unterstützen. Denn um in Krisen handlungsfähig zu bleiben und innovativ zu werden, benötigen Museen mehr Gestaltungsfreiheit, mehr Spielräume, statt starre Vorgaben seitens der Kulturverwaltung. Lassen Sie uns Verantwortung übernehmen. In Ergänzung dazu benötigen Museen einen klaren Handlungsrahmen und Instrumente, um in der Krise ganz praktisch handlungsfähig zu bleiben. In den einzelnen Museen ist viel Wissen dazu vorhanden. Wir müssen es allerdings anzapfen und für alle Museen fruchtbar machen. Ein wichtiger Akteur ist hier zum Beispiel unser Arbeitskreis Gebäudemanagement und Sicherheit, der 2019 gegründet wurde. Gerade noch rechtzeitig, möchte ich sagen. Besonders wichtig sind hier die bestehenden Netzwerke, wie etwa die Notfallverbünde, die Sie auch mit einem Infostand hier auf der Tagung finden. Oder die Notfallallianz Kultur, bei der sich zahlreiche Partner, wie auch der Deutsche Museumsbund, für Kultur in Krisen und Notfällen engagieren. Die wichtigsten Expertinnen und Experten sind aber letztendlich Sie, liebes Publikum. Daher möchte ich Sie auffordern, werden Sie aktiv, wir wollen Ihnen zuhören. Teilen Sie Ihr Wissen, diskutieren Sie mit uns. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist aktuell eine der dominierenden geopolitischen Krisen. Die furchtbaren Ereignisse des 7. Oktober,
Der darauffolgende Gazakrieg sowie die auch in Deutschland folgenden, teilweise inakzeptablen Ereignisse beschäftigen uns persönlich und emotional. Für den Deutschen Museumsbund war das ein Ausgangspunkt, um unsere Werte und Überzeugungen sowie unsere Haltung zur gesellschaftlichen Rolle der Museen zu formulieren und unsere praktische politische Arbeit zu stärken. Diese haben wir anlässlich der Tagung veröffentlicht. Sie finden sie auf unserer Website sowie in der aktuellen Pressemeldung. Es geht um die Pfeiler Demokratie und Bildung, Toleranz und Verständnis, Verständigung, Verantwortung und Diskurs. Bezogen auf den komplexen israelisch-palästinensischen Konflikt haben wir uns als Museumsverband entschlossen, uns nicht zu äußern. Weder pro Palästina noch pro Israel, weder gegen Palästina noch gegen Israel. Als Interessenverband der Museen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positionieren wir uns weiterhin nur, wenn Museen in Deutschland eine Wirkung erzielen können und wenn wir als Verband Empfehlungen für unsere Mitglieder aussprechen können. Es gibt für uns und für die Museen eine museumspolitische Dimension, in der wir uns bewegen können. Weil Museen komplexe Zusammenhänge vermitteln und Diskursen einen Ort bieten, sind wir überzeugt, dass sie polarisierenden Desinformationen vorbeugen und zur Prävention von Extremismus und Populismus beitragen. Wir sind überzeugt, dass Museen aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen aufgreifen sollten. Museen sollten unterschiedliche Positionen zulassen und damit Debatten ermöglichen. Ausgeschlossen sind selbstverständlich alle menschenfeindlichen Überzeugungen. Ein respektvoller Umgang mit allen Menschen und Multiperspektivität sind die Voraussetzung für einen wirkungsvollen gesellschaftlichen Beitrag und die Förderung von Verständigung, Toleranz und Vielfalt. Museen stehen vor großen Herausforderungen. Um diesen zu begegnen und auch in schwierigen Situationen sprech- und handlungsfähig zu bleiben, empfehlen wir auch unseren Mitgliedern, sich ihrer Werte zu vergewissern, diese zu formulieren und auf den Prüfstand zu stellen. Aufbauend darauf können Leitlinien oder auch Codes of Conduct entwickelt werden. Damit schließen wir auch an die Jahrestagung von 2018 an. Unter dem Titel »Eine Frage der Haltung« haben wir damals noch darüber diskutiert, ob Museen Haltung zeigen sollen oder nicht. Vor dem Hintergrund der heutigen Krisen können wir dies mit einem klaren Ja beantworten. Es ist so wichtig wie nie zuvor für Museen, eine klare Haltung zu formulieren und zu zeigen. Genauso wichtig ist es aber auch, diese mit Leben zu füllen und mutig dafür einzustehen. Nur ein Museum, das erfolgreich durch Krisen navigiert, ist ein Museum, das seinem Auftrag als öffentliche Institution gerecht werden kann und die Gesellschaft in Krisenzeiten unterstützt. Diese Rolle als Krisenbegleiter für die Gesellschaft müssen wir noch stärker annehmen und ausfüllen. Sei es als Dialogermöglicher, als Ort, der die Seele nährt, als Schutzraum oder als Ort wissenschaftlich fundierter Fakten. Museen, die dieser Verantwortung gerecht werden, stärken ihre Relevanz in und für die Gesellschaft. Ich bin nun gespannt auf die Beiträge der Referentinnen und Referenten gleich im Anschluss an die Begrüßung. Ich freue mich darauf, heute und in den nächsten Tagen mit Ihnen Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen und wünsche Ihnen eine gelungene Tagung. Vielen Dank. Es ist mir nun eine besondere Ehre und Freude, das Wort weiterzugeben an Frau Staatsministerin Roth. Frau Staatsministerin, the floor is yours. Sehr geehrte Wiebke Arndt, sehr geehrter Oberbürgermeister Jürgen Terzing, sehr geehrter Dirk Blühbaum, sehr geehrter Thomas Schauerte,
Sehr geehrte liebe Damen und Herren des Museumsbundes, liebe so wichtige Demokratinnen und Demokraten, Sie alle. Ich zitiere: Zur Zeit meiner Kindheit gab es noch sehr wenige Museen in Istanbul, meist historische Bauten, die unter Denkmalschutz standen oder wie Behörden anmutende Einrichtungen. Das schreibt der wunderbare Literatur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk, und weiter schreibt er, ich zitiere: Erst als ich später die kleinen, unscheinbaren Museen entdeckte, die sich in den Nebenstraßen europäischer Städte verbargen, merkte ich, dass Museen genauso wie Romane auch die Geschichte einzelner Individuen erzählen können. Zudem wurde mir klar, dass ein ganz besonderer Wert von Museen darin liegt, zu zeigen, in welchem Zusammenhang sich die Objekte zueinander befinden, wie sie sich auf Menschen und deren Gedanken und Sorgen beziehen. Das nenne ich die Kraft der Dinge, eine tröstende Kraft gegen die vergehende Zeit. Zitat aus seinem Buch Trost der Dinge, und in seinem wunderbaren Roman Museum der Unschuld schreibt Orhan Pamuk: Wahrhafte Museen sind Orte, an denen sich die Zeit in Raum verhandelt. Lassen Sie sich, wenn Sie es nicht eh schon kennen, von diesem Buch bezaubern, und dann fahren Sie aber auch nach Istanbul und schauen Sie sich dieses Museum an, eines der bewegendsten und berührendsten, das ich kenne. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass ich eingeladen worden bin zu Ihrer so wichtigen Jahrestagung. Und ich sage das mit großer Überzeugung, gerade jetzt in diesen schweren, finsteren Zeiten so wichtig. Welche Bedeutung Museen für uns haben, in diesen Monaten können wir es erleben. Wir müssen dazu nicht einmal in die Hamburger Kunsthalle oder in die Alte Nationalgalerie in Berlin oder in das Albertinum und Kupferstichkabinett in Dresden gehen. Ein Blick aus angemessener Entfernung auf die unendlich langen Schlangen, die sich vor dem Einlass in die Ausstellungen zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich bilden, genügt. Er genügt, um zu verstehen, hier geht es nicht allein um die Werke eines großartigen Malers aus dem vorvergangenen Jahrhundert. Hier geht es um uns. Wir stehen vor den Bildern eines Künstlers und erkennen den modernen Menschen. Wir erkennen uns selbst wieder. Er stellt uns in die Welt, in die Natur, in ein Verhältnis zu ihr, den einzelnen Menschen, den Fragenden, den Betrachter, aber auch den Bezwinger und Beherrscher der Natur, der mit selbstbewusster Geste einsam herabblickt auf das, was ihn umgibt. Wir erkennen unser kompliziertes, letztlich ruinöses Verhältnis zur Natur, zur Welt, in der wir leben, und damit auch die Notwendigkeit, die Schönheit dieser Welt nicht nur zu bewundern, sondern zu erhalten, um unser Selbst willen. Und damit sind wir angekommen, bei uns, in der Gegenwart, im krisenhaften Verhältnis des Menschen zur Welt, in der er lebt. Ein berührendes, ein existenzielles Erlebnis, das nachhallt. Und ich möchte daher allen zurufen: Geht in die Museen. Also Ihnen muss ich es nicht zurufen, aber draußen. Machen Sie das. Geht in die Museen, um genau dieses Erlebnis zu spüren. Und die Krise, von der wir sprechen, die zeigt sich nicht nur im Verhältnis des Menschen zur Natur, in der menschlichen Hybris, die man ja übrigens auch schon in der Vergangenheit in einigen unserer wunderbaren Museen sehen kann. Sie zeigt sich zum Beispiel, ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, aber was mir einfällt, ist das Ozeaneum, unser Meeresmuseum in Stralsund, wo eindringlich zum einen der Reichtum, die Schönheit des Meeres gezeigt wird und zum anderen aber Meeresüberfischung, Ausbeutung, Vermüllung, Zerstörung dargestellt wird.
Unser krisenhaftes Verhältnis zur Welt ist eine Krise des Menschen, letztlich eine moralische Krise. Ein Testfall für die Gesellschaft hat der Schriftsteller Bernhard Schlink sie genannt, lange bevor die Corona-Pandemie unser aller Leben veränderte. Ja, und die Corona-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf Sie, auf die Museen, auf die Menschen, die in den Museen arbeiten und die Museen gestalten, aber auch auf die potenziellen Museumsbesucher, Besucherinnen, die nicht mehr die Museen besuchen konnten. Lange bevor Putins Russland die Ukraine angriff, und dieser aggressive Angriffskrieg, er ist ja auch ein Krieg gegen die Kultur. Und ich konnte es in Odessa spüren, erleben, was es heißt, wenn systematisch Konzerthäuser, Opernhäuser, Archive, Bibliotheken und Museen angegriffen werden. Systematisch. Weit über 1000 Kultureinrichtungen sind systematisch angegriffen und zerstört worden, mit dem Ziel, die kulturelle Identität der Ukraine zu zerstören. Und ich werde nie vergessen, was mir die Direktorin der großen Bibliothek gesagt hat, mit Tränen in den Augen: Frau Roth, Sie wollen unser Gedächtnis zerstören. Das heißt, auch das sind Museen, Orte unserer kollektiven Gedächtnisses, das unter Angriffen wie jetzt in der Ukraine leidet. Lange bevor der Nahostkonflikt durch den barbarischen Terrorangriff am 7. Oktober der Hamas in nie gewesener Heftigkeit aufflammte und die Nachrichten des heutigen Morgens zeigen, dass der Krieg weiter eskaliert. Und ja, wir haben eine Polarisierung der Auseinandersetzung in unserem Land. Ganz oft gibt es nur noch Schwarz und Weiß, Feind und Freund. Und was wir brauchen, und auch da sind Museen so wichtige Orte, wir brauchen Orte des Zuhörens, des respektvollen Aufeinanderzugehens, dass Orte, die Space, sichere Räume sind, Safe Spaces und Brave Spaces. Und lange bevor ein Hitzerekord nach dem nächsten gebrochen wurde und ein Extremwetterereignis auf das andere folgte. Und zumindest, was ich weiß und was ich gehört habe und was ich von Museen weiß, sie sind mehr und mehr gerade in diesen überhitzten Zeiten Orte der Zuflucht geworden. Orte, um sich abzukühlen in überhitzten Städten. Manche sagen, sie sind die modernen Refrigerators geworden. Orte des Luftholens, neue, ganz neue soziale Orte der Begegnung, Orte, Museum als Orte einer völlig neuen Erfahrung, weil Menschen dahin gehen und noch nie in einem Museum waren. Und ich glaube, das ist eine große Chance, auch für die Museen diese neuen sozialen Orte mit Leben zu füllen. Ich komme gerade aus Dresden, wo gestern tausende Menschen gegen rechte Gewalt, gegen entgrenzte Gewalt demonstriert haben. Und unsere Demokratie, auch unsere Demokratie, ist nicht immun. Sie wird angegriffen von Demokratiefeinden und von Rechtsstaatsverächtern. Eine Krise der Demokratie. Die Demokratie, die sich aber nicht allein verteidigt. Und die Feinde der Demokratie? Die Feinde der Demokratie, die bestimmen wollen, wer dazugehört und wer nicht zu ihrer kruden Vorstellung unseres Landes, die in Villen an Seen Deportationspläne machen und Menschen bei uns in unterschiedliche Klassen hierarchisieren wollen. Diese Demokratiefeinde greifen vermehrt auch Kultur, Künstlerinnen und Künstler, Kultur und ihre Einrichtungen an. Was ich höre, vor allem aus Einrichtungen in Ostbundesländern, sind, dass Druck ausgeübt wird, dass Angst gemacht wird, dass Einrichtungen mit Anfragen überhäuft werden. Ja, und dann eskaliert die Gewalt, die körperliche Gewalt,
wie wir es in den letzten Tagen in Essen, in Chemnitz und in Dresden erlebt haben. Im Jahr 2023 gab es allein jetzt auf Grüne ehrenamtliche und Mandatsträger 1219 körperliche Angriffe. Ich glaube, das muss uns alle angehen. Es muss uns alle aufrütteln. Und ich hoffe sehr, dass die Demokratinnen und Demokraten begreifen, welche Bedeutung der 9. Juni hat. Nicht nur für die Europawahl, sondern für 9 Kommunalwahlen. Denn sie wissen, wie wichtig die kommunalen Vertretungen sind, die Stadträte, die Gemeinderäte, wie wichtig die Entscheidungsträger und Trägerinnen dort sind für ihre tägliche Arbeit. Jede Generation durchlebt Krisen. Was wir in den vergangenen Monaten und Jahren erleben, ist eine Aneinanderreihung von Krisen, von Kriegen, von Katastrophen, von Hass, Hetze, Gewalt, die zu einer Dauerbelastung, zu einer existenziellen Herausforderung und Verunsicherung geworden sind, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg geborene Generationen nicht mehr gekannt haben. Wenn jetzt der Deutsche Museumsbund seine Jahrestagung unter das Motto Museen durch Krisen navigieren abhält, könnte er kaum näher an der Realität sein. Ja, es geht darum, Museen durch die Krisen zu navigieren. Aber ich glaube, es geht auch darum, sich der großen, wichtigen Rolle bewusst zu sein, die Museen in Krisenzeiten haben. Gerade jetzt, gerade in Krisenzeiten sind Museen überlebenswichtig für die Kultur unserer Demokratie. Nichts, was man sich nur in guten Zeiten leisten kann. Gerade jetzt werden sie gebraucht, denn Museen sind systemrelevant. Und das muss uns auch etwas wert sein. Die Situation zu erkennen und zu überblicken, ist schon die erste, vielleicht die wesentliche Voraussetzung dafür, sie auch bewältigen zu können. Der Deutsche Museumsbund, Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeigen, wie verantwortlich Sie handeln, wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie die Museen durch diese multiple Krisen navigieren können und was Sie den Krisen konkret auch in Ihrem Rahmen entgegensetzen können. Ich könnte auch sagen, Sie beweisen Resilienz, eine Mischung aus Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit, aber auch mit enormer Mobilisierungskraft. Viele dieser Krisen betreffen die Museen unmittelbar. Sie werden zu Herausforderungen wie die Klimakatastrophe, die vielleicht größte, weil alles umfassende Krise, die zur Überlebensfrage unserer Zeit geworden ist, für die sich die Einrichtungen des Deutschen Museumsbundes wappnen müssen und viele es ja auch schon tun. Im vergangenen Jahr haben wir hier auf Ihrer Jahrestagung den Leitfaden Klimaschutz im Museum vorgestellt. Eine gleichnamige Arbeitsgruppe hat mit 70 engagierten Museumsfachleuten und WissenschaftlerInnen den Leitfaden erarbeitet und ökologische Mindeststandards für Museen entwickelt. Dass mich das freut, muss ich Ihnen nicht sagen. Es ist ein Projekt, das zeigt, dass Kulturpolitik und Museumslandschaft ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gemeinsam nachkommen und bei diesem gewichtigen Thema gemeinsam vorangehen. Und es zeigt auch, dass Kultur und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind, sondern sich miteinander verbinden und zu einer Kultur der und Ästhetik der Nachhaltigkeit beitragen. Und auch da sind Sie wichtige, wichtige Akteure und Akteurinnen. Und ich freue mich sehr, dass das Engagement des Museumsbundes jetzt auch sich im Beirat der Anlaufstelle Green Culture zeigt, der am vergangenen Dienstag zum ersten Mal getagt hat.
Es zeigt mir, dass immer mehr Institutionen Green Culture als Einladung verstehen, sich zu engagieren, sich einzubringen, sich auszutauschen über das, was möglich ist, über das, was gebraucht wird, über notwendige Rahmenbedingungen, die Politik ihnen geben muss. Übrigens auch in der europäischen Kooperation, in internationaler Kooperation, in Museumslabs, auch in der Bauhausinitiative auf europäischer Ebene, die wir nach der Europawahl und der Neubesetzung der Kommission gemeinsam stärken sollten. Sie merken es vielleicht, ich bin echt Fan von Museen. Und ich bin begeistert von der gelebten Vielfalt der 7000 Museen in unserem Land. Man kann sich es eigentlich kaum vorstellen. Und ich bräuchte viele Jahrzehnte, um jedes Museum tatsächlich besuchen zu können. Und wenn ich jetzt sage, eines, was toll ist, wo ich vor kurzem war, das ist das Rock-and-Pop-Museum in Gronau. Fahren Sie mal hin, können Sie viel aus Ihrer Jugend noch hören und sehen. Genauso natürlich die alte, die neue Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof, die Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn, das Grassi-Museum in Leipzig, die Bauhausmuseen, die wir haben in unserem Land, in Weimar, in Dessau, die wunderbaren Museen in Aschaffenburg, das Fußballmuseum in Dortmund, das Computerspielemuseum gibt es auch, der Glaspalast, das Textilmuseum in Augsburg. Also ich weiß, ich vergesse jetzt ganz viele, ich vergesse sie aber nicht, sondern ich will einfach diesen Reigen aufmachen und diese großartige Vielfalt deutlich machen, weil es ein Reichtum ist in unserem Land. Es sind unzählige große und kleine Einrichtungen im ganzen Land, die mit Hingabe, mit Leidenschaft Ausstellungen kuratieren, vorbereiten, umsetzen. Und ich begegne engagierten Mitarbeitenden, DirektorInnen, KuratorInnen, nicht zuletzt natürlich auch KünstlerInnen, die Deutschlands Museen mit Leben füllen. Und ihnen danke ich von ganzem Herzen dafür. Jetzt muss es ja auch immer darum gehen, diese Vielfalt allen zugänglich zu machen, Barrieren in jeder Beziehung abzubauen und vor allem junge Menschen in ihrer ganzen Diversität auch für Museen zu begeistern. Museen, in denen sie sich gesehen fühlen, in denen sie sich wahrgenommen fühlen. Und das ist mir ganz sicher genauso ein großes Anliegen wie Ihnen. Wie begeistern wir eine junge Generation für das, was Museum heute heißt? Und deshalb lassen Sie mich noch mal einen kleinen Werbeblock einschieben, einen Werbeblock für den Kulturpass, mit dem uns das immer, immer besser gelingt. Es sind weit über 300.000 junge Menschen, die diesen Kulturpass jetzt für sich nutzen, um einzutauchen in Kinos, Buchläden, in Konzerte, aber eben auch in Museen. Und ich glaube, wer noch nicht dabei ist, dem kann ich den Kulturpass wirklich ans Herz legen. Melden Sie sich an, öffnen Sie Ihre Türen für junge Besucher und Besucherinnen. Noch einmal, Deutschland hat ein einzigartiges Angebot an Museen. Ihr konservatives, konservatorisches, ihr konservativ im Bewahren, im Bewahren. Ihr konservatorisches, ihr kuratorisches Wissen, ihre wissenschaftliche Expertise, ihre Kreativität und ihre Neugier auf immer Neues sind herausragend. Und ich freue mich wirklich so sehr, dass viele von Ihnen heute und in den kommenden Tagen hier in Aschaffenburg versammelt sein werden, um sich auszutauschen. Denn nur wenn Wissen miteinander geteilt wird, können Museen immer wieder neu gedacht werden und neu erfunden werden. Und auch das ist wichtig, um in Krisenzeiten zu bestehen, das Museum neu denken. Das gilt ebenso, ich habe schon angedeutet, für den europäischen und für den internationalen Austausch wissenschaftlicher Expertise und schließlich auch für den Erfahrungsaustausch zur Prävention von und dem Umgang mit Krisen. Der Augsburger Bertolt Brecht, den ich sehr verehre, konnte diese Zeiten durchaus auch etwas abgewinnen. Ich zitiere, er hat gesagt, unsere Hoffnung heute ist die Krise. Das hat er mal gesagt. Von dieser Brechtschen
Unerschrockenheit, diesem Lasst uns etwas daraus machen, gerade jetzt, wünsche ich mir heute sehr viel, denn es ist immer Zeit für Neues und Zeit für Hoffnung, gerade jetzt. Ich danke Ihnen, dass Sie der Einladung des Deutschen Museumsbunds gefolgt sind, wünsche Ihnen eine spannende, kreative Tagung, eine hoffnungsvolle Zeit und den Museumsfan Claudia Roth haben Sie ganz sicher an Ihrer Seite. Dankeschön. Liebe Frau Roth, sehr geehrte Frau Staatsministerin, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Rede. Ich weiß gar nicht, ob Sie ermessen können, wie wichtig die politische Unterstützung für die Museen ist, auch wenn die meisten unserer Häuser in der Trägerschaft der Länder oder auch der Kommunen sind und die wenigsten des Bundes, ist die Unterstützung der Staatsministerin in Berlin für unsere Häuser von immenser Wichtigkeit. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auch, dass Sie in Ihrer Rede zum Ausdruck gebracht haben, dass wir alle gefordert sind, dass wir aber auch die Unterstützung brauchen. Wir sind, das hat Ihre Rede gezeigt, in einem Spannungsbogen zwischen der wahnsinnig angespannten Haushaltslage in sehr vielen Ländern und Kommunen, die natürlich, oder was heißt natürlich, leider in vielen Bundesländern im Moment dazu führt, dass auch die Kulturetats gekürzt werden. Und der katastrophale Angriff der Russen auf die Ukraine zeigt deutlich, dass wenn es hart auf hart kommt, ist es immer die Kultur, die als erstes zerstört wird. Das Treffen des kulturellen Erbes ist etwas, womit man ein Land, eine Kultur nachhaltig zu Schaden bringen kann. Und da ist es sehr wichtig, diese dramatische Situation, davon sind wir hier in Deutschland weit weg, aber es zeigt, dass das kulturelle Erbe etwas ist, das auch in dramatischen Haushaltssituationen etwas ist, was es uns allen wert sein sollte, es nicht durch Haushaltskürzungen in Gefahr zu bringen. Denn wenn es erst einmal vergangen ist, ist es nicht wieder zurückzuholen. Ganz herzlichen Dank, dass das durch Ihre Rede auch noch mal so deutlich wurde. Danke sehr, Frau Roth. Einen wunderschönen guten Morgen hier an die Runde in der Stadthalle am Schloss. Ich begrüße Sie recht herzlich jetzt zum großen Auftakt der Tagung des Deutschen Museumsbundes. Sehr geehrte Staatsministerin Roth, sehr geehrte Präsidentin Arndt, stellvertretend für alle, die da sind, ein herzliches Willkommen. Wie bitte? Entschuldigung, ich habe gedacht, es war schon ein Zwischenruf. Ich mache noch ein bisschen weiter. Ich darf Sie auch recht herzlich willkommen heißen hier in der Kulturstadt Aschaffenburg, am Anfang von Bayern im bayerischen Nizza. Drei Stichworte, die man mit Aschaffenburg verbinden kann. Wir tun es auf alle Fälle. Warum sind wir Kulturstadt? Mein Vorgänger im Amt, der 20 Jahre Oberbürgermeister war, hat es gepflegt. Wir haben eine, schon von der Kulisse her, ich denke, diejenigen, die gestern schon da waren, eine Kulisse, die kulturell sehr geprägt ist mit unserer Stiftskirche, mit unserem Theater, die gestern da waren, mit dem Schloss, mit dem Pompeianum und viele Gartenanlagen noch aus der Kurfürstenzeit. Das ist schon mal eine sehr gute Basis. Wir haben 8 Museen, für die die Stadt Aschaffenburg Verantwortung zeichnet. Entweder sind sie komplett uns oder wir geben Gelder und übernehmen Verantwortung. Und wir haben in Zeiten, wo andere darüber reden, ein Museum zu schließen, ein Museum eröffnet, das Christian-Schad-Museum. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, weil wie das heutzutage so ist, Sie fangen, wenn Sie einen Altbau renovieren wollen, zu einem modernen Museum. Da sind zwischendrin 3 Firmen in Pleite gegangen und als endlich alles fertig war und wir kurz davor waren, da kam unser Museumsdirektor gerade neu ins Amt und ich war damals Baureferent. Und unsere erste Aufgabe war, die Eröffnung zu verschieben, weil das letzte
Stück, das fertig werden musste, die Klimatechnik nicht funktioniert hat, so wie sie sollte. Dann haben wir es endlich fertig gebracht, dann kam die Pandemie. Die will ich jetzt nicht sehr ausschweifend besprechen, weil das haben wir gestern Abend gemacht. Und dann haben wir eben gewartet dann mit der Pandemie und wir haben gesagt, wir eröffnen das Museum nur, wenn wir in dieser Halle mit mindestens 1000 Leuten die Eröffnung machen dürfen. Und das war dann am 3. Juni 2022, haben wir das Christian-Schad-Museum. Und ich hoffe, Sie finden alle wenigstens dahin mal den Weg. Anfang von Bayern, wer es nicht glaubt, wir schreiben sogar auf unsere Autonummern, da steht AB drauf. Und wir kommen eigentlich von einer langen Zeit der Mainzer Regentschaft, die auch hier das Schloss bewohnt haben, die Kurfürsten. Und 800 Jahre haben wir zu Mainz gehört und jetzt seit 1814 wieder in Bayern. Und Sie sehen an der bayerischen Auwirkung von König Ludwig I., der hat uns das Pompeianum gebaut und geschenkt. Und er hat sehr gerne Urlaub gemacht in Nizza. Und da hat man ihn mal gefragt, was sagt er denn zu Aschaffenburg? Hier ist er ja auch recht oft in diesem Pompeianum. Und da spricht man ihm zu, dass er gesagt hat, ach, mein bayerisches Nizza. Und das pflegen wir natürlich. Und es ist in der Tat so, dass es in Aschaffenburg immer 2, 3, 4 Grad wärmer ist als in den anderen Regionen, wenn man in den Spessartreit geht. Wir sind auch sprachlich so geprägt, also mainzerisch, mit ein bisschen fränkischen Einschlag. Es geht erst richtig im Spessart los. Versuchen Sie nicht, mich einzuordnen. Ich habe 26 Jahre bei der Berufsfeuerwehr Frankfurt gearbeitet. Also ich kenne mich mit Krisen sehr, sehr gut aus. Und da kommt das Hessische doch gelegentlich mal vor. Wir haben in Aschaffenburg eine sehr, sehr gute Grundstimmung gegenüber der Kultur. Wir haben sehr viele Initiativen. Am vergangenen Samstag hat sich ohne Zutun der Stadt ein Kulturrat gebildet, mit dem wir jetzt ins Gespräch gehen. Wir haben viele Menschen, die auch aus der Wirtschaft heraus die Kultur unterstützen. Erst auch vor 2 Monaten hat ein großer Autohändler, die auch eine Stiftung haben aus ihrer Familie, die Firma Brass, eine alte Werkhalle zur Verfügung gestellt. Da dürfen jetzt die nächsten Jahre Künstler aus der Region und überregional dort ausstellen, wenn sie das machen möchten und dann auch musikalisch etwas machen. Wir haben viele Menschen wie Dr. Dessauer, der Kulturpreisträger, der das alte Forstamt eingerichtet hat. Dort ist die Brentano-Akademie zu Hause. Und wir haben auch viele ehrenamtliche Menschen und Strukturen, die jetzt nicht die professionellen Künstler sind oder die das ganz professionell machen. Aber der Nährboden, der in Aschaffenburg für die Kultur ist, ist sehr hervorragend, auch im Stadtrat. Da haben wir keine Diskussionen über Sparmaßnahmen. Wir wollen jetzt ein Museumsdepot bauen, weil wir aus dem Schloss raus müssen. Ich denke, Sie werden noch viel davon erleben und wenn Sie zwischendrin mal Zeit haben. Wir haben vor kurzem, vor 2 Jahren, den ersten Kunstpreis jetzt noch in Aschaffenburg neben dem Kulturpreis, ich habe es gestern gesagt, etabliert. Urban Priol ist hier zu Hause, Gräser und Lenz. Ernst Ludwig Kirchner ist gegenüber vom Bahnhof geboren, hat hier bis zu seinem 6. Lebensjahr gelebt. Und auch das Kirchnerhaus-Museum ist aus einer Privatinitiative entstanden, wo wir dann nach und nach eingestiegen sind. Wir übernehmen mittlerweile dort die Mietkosten, wir übernehmen die Personalkosten und unser Museumsdirektor ist dort auch der Vorsitzende des Vereins. Und wir sind natürlich alle auch Mitglied und unterstützen all diese Dinge. So viel vielleicht zur Kultur, noch ein paar andere Eckdaten. Wir sind gar nicht so von der Fläche her eine große Stadt. Wir haben 64 Quadratkilometer. Wenn Sie von oben drauf schauen, sehen Sie eine grüne Stadt. Wir haben 2000 Hektar Wald und vom Stadtrand bis in die Innenstadt hinein Grünzüge, die damals noch von den Kurfürsten angelegt wurden, die uns heute immer noch sehr gut tun. Wir haben eine Wirtschaftslage, die sehr, sehr gut ist. Wir haben infolge von vielen Jahren, auch in der Krise, mehr Steuereinnahmen, als wir jemals vorher eingenommen haben. Und das liegt ein Stück weit daran, dass wir so ein gutes Drittel noch produzierendes Gewerbe in Aschaffenburg haben, 2 Drittel Dienstleistungen,
Große Unternehmen wie Linde, Material Handling, hier werden die Gabelstapler gebaut, die in die ganze Welt verschickt werden, schon über 1 Million. Und das ist eine der größten Firmen mit 3000 Mitarbeitern. Die investieren gerade in ein großes Logistikwerk. Das gibt ein Logistikzentrum der Zukunft. Wir kennen die Transformation von der Wasserkraft zum Dampf, zur Elektrizität, zur Massenproduktion. Und jetzt kommen die Dinge in den Firmen der Zukunft, die vor allen Dingen digital geprägt sind. In Aschaffenburg wurde der Airbag erfunden bei der Firma Petri. Also der allererste Airbag, der für Daimler konstruiert wurde, wurde hier gebaut in Aschaffenburg. Mittlerweile ist die Firma mehrfach gewechselt. Es ist jetzt Choison Safety Systems. Die haben immer noch 1000 Mitarbeiter. Und die Europazentrale ist hier. Und hier werden in Kürze leider keine Lenkräder mehr gebaut, sondern hier wird nur noch entwickelt und in unseren Partnerstädten teilweise dann auch produziert in Ungarn. Also hier sind wir sehr gut unterwegs. Und der Antrieb für einen Gabelstapler wurde auch in Aschaffenburg. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Güldner Firma, kennen vielleicht noch einige. Vielleicht gibt es auch ein Museum, die einen Güldner Traktor ihr eigen nennen, und er hat diesen hydrostatischen Antrieb erfunden, der dann auch ermöglicht, dass man mit 2 Pedalen entweder vorwärts oder rückwärts fährt, ohne dass man etwas anderes tut. Wir sind trimodal angeschlossen über unseren Bayernhafen bis in die ganze Welt, über Main, Rhein und dann nach Rotterdam geht es aus dem Hafen mit der Bahn, mit dem LKW. All das funktioniert hier. Das ist ein Gewerbegebiet, ein Industriegebiet von 170 Hektar. Und wir sind auch digital mittlerweile sehr, sehr gut unterwegs. Sogar das, was die Verwaltung anbelangt. Aber das ist natürlich auch immer dann das Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist bei uns ein bisschen verschlafen worden. In den letzten 4 Jahren haben wir das so aktiv vorangetrieben, dass wir schon Zehntausende Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger digital abwickeln können. Da sind wir mittlerweile auch in Bayern relativ weit vorne. Und ich weiß nicht, wer schon mal die Höhle des Löwen geschaut hat, vermutlich mindestens mal durchgezappt, wer die Firma Green Monkey kennengelernt hat, die Oberflächen für Handys produziert. Diese Firma stammt aus Aschaffenburg und ist hier gewachsen und hat mittlerweile 2-stellige Millionenumsätze. Also wir haben in allen Bereichen etwas zu bieten. Wir waren mal Hauptstadt des Buntpapiers über die Firma Dessauer. Wir waren Hauptstadt der Gastronomiedichte. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist. Sie konnten bei 72.000 Einwohnern, ist ja jetzt doch nicht ganz so groß, wir sind noch keine Großstadt, jeden Tag in eine andere Kneipe, in ein anderes Restaurant gehen, ohne dass sie zweimal irgendwo waren, wenn sie das in der Stadt rund gemacht haben. Und unser Hofbräuhaus, manche habe ich gestern Abend noch vor dem Schlappeseppel, so heißt das, die ehemalige Brauerei Schlappeseppel, die jetzt nicht mehr in Aschaffenburg produziert, das ist unser Hofbräuhaus. Das haben wir nicht selber erfunden. Christian Ude, der Oberbürgermeister von München, der ehemalige, war ein guter Freund von meinem Vorgänger und er war ja auch Kabarettist und hat hier eine Lesung gemacht in unserem schönen Stadttheater. Da haben wir gesagt, Christian, wo gehen wir denn anschließend hin? Und da hat er erzählt, ja, ihr habt sowas wie unser Hofbräuhaus, da möchte ich gern hingehen. Und es ist in der Tat so, wer gestern Abend noch länger unterwegs war, hat den Urban Priol, Gräser und Lenz und mich dort auch noch getroffen. Dort gehen die Staatsanwälte hin, die Tagdiebe, die tauchen nichts und alle, die was können. Also das ist natürlich nicht von der Größe ansprechend, aber wenn Sie mal zwischendrin 10 Minuten haben, gehen Sie mal rein, trinken Sie ein Bier. Leider ist es nicht mehr das Original Schlappeseppel, das müssen Sie in der anderen Wirtschaft trinken. Nochmal herzlich willkommen. Ich könnte noch 2 Stunden reden, aber ich weiß, Sie haben ein stolzes Programm. Sie sehen, ich brenne für meine Heimatstadt. Und wünsche Ihnen eine gute Tagung, vor allen Dingen guten Austausch. Wir haben es vorhin besprochen, das gehört genauso dazu, dass man Freunde, Bekannte wieder trifft, neue kennenlernt, sich austauscht und dann voneinander lernt. Das kann man zum einen in den Vorträgen und in den Diskussionsrunden, das kann man aber auch ganz gut bei einem Glas Wein oder beim Bier oder natürlich auch bei Wasser und Saft. Herzlich willkommen nach Aschaffenburg. Wir werden uns noch 1-2 Mal sehen.
Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz kurz noch. Sehr geehrte Frau Kultusch, ein bisschen rot. Lieber Oberbürgermeister Herzing, ich nehme gleich ein Wort für Ihnen noch auf. Liebe Präsidentin Dr. Arndt, Dr. Schauerte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzing, Sie hatten gerade das Schadmuseum schon erwähnt. Und genau am 3. Juni 2022 durfte ich an dieser Stelle bei der Eröffnung auch sprechen. Und damals schloss ich mein Grußwort mit der durchaus rhetorischen Frage, ob es nicht schwer vermittelbar sei, wenn man kurz nach oder noch in einer Pandemie und im Ausbruch eines Krieges ein Museum eröffnet. Vor dem Hintergrund stellte sich wohl nicht nur mir die Frage, welche Bedeutung Kunst und Kultur jetzt und auch zukünftig haben kann. Passt es zusammen, so meine damalige Frage, heute ein Museum zu eröffnen, oder ist Kunst und Kultur bis auf Weiteres nur mehr als chimärenhaftes Signum von Luxus und schönen Zeiten am Horizont zu erahnen? Meine Antwort war nein. Denn die menschliche Gesellschaft bedarf der Kultur, das haben wir heute auch schon gehört, nicht nur als Ort der Selbstvergewisserung in Zeiten von Luxus und Überfluss, sondern Kunst und Kultur sind essentieller Teil des menschlichen Zusammenlebens. Und darum möchte ich noch ein bisschen darüber hinausgehen, was Sie gesagt haben, Frau Kulturstaatsministerin. Kunst und Kultur sind für mich nicht nur systemrelevant, sie sind systemimmanent. Sie sind das System. Wer Kunst und Kultur abschafft, schafft das menschliche Zusammenleben ab. Das sollten wir uns bewusst sein. Hier im Saal wird es wohl kaum jemanden geben, so hoffe ich zumindest, der dieser Schlussfolgerung nicht zustimmen würde. Aber in der Rückschau scheint es mir angebracht zu erinnern, wie gerade in Zeiten der Pandemie, als kein Museum Gäste empfangen konnte und diese schon mal als Hochkultur kritisierte Institution regelrecht vermisst wurde. Aber niemand, zumindest hier in Bayern, großflächig, darüber kann ich berichten, daran erinnerte oder daran dachte, ein Museum wegen der ausbleibenden Besucherzahlen zu schließen. Es war klar, es musste weiter bestehen. Soweit die durchaus positiven Erkenntnisse aus dieser Krisenzeit. Aber wir mussten auch erkennen, dass Museen kaum oder gar nicht auf die Bewältigung von Krisen vorbereitet sind. Zu sicher, zu selbstverständlich war dazu das Umfeld in den letzten Jahrzehnten gewesen. So sahen sich die Museen vollkommen unvorbereitet mit dem Nachlauf der russischen Aggression auf die zurollende Energiekrise konfrontiert. Auf einmal wurde im Kontext von Kulturguterhalt über Energieeffizienz gesprochen, was für mich auch nach 30 Jahren vollkommen neu war. Und wie sah es mit Notfallplänen aus, der Sicherheitstechnik oder auch der Prävention? Für einen Großteil von uns, seien wir ehrlich, bedeutete Krise doch der Ausfall der heimischen Warmwasserversorgung. Katastrophenunwetter kannte man aus Hollywood. Das Wort Starkregen musste man seinem Wortschatz neu hinzufügen. Hat ein Museum dann doch versucht, sich für den Notfall zu wappnen, konnte es geschehen, dass es feststellen musste, dass die Produktion von Notfallequipment inzwischen teils eingestellt worden war, weil zu unrentabel. Auf einen Nenner gebracht heißt das, dass die Krisen in den letzten Jahren zum einen unterstrichen haben, dass Kultur eben nicht jener oftmals vorschnell und ungerecht als überflüssig diskreditierte Luxus ist. Und zum anderen aber mussten wir auch erkennen, dass unsere Häuser zum Teil durchaus zu einer Art Luxusgeschöpfe geworden ist, die Krisen nur bedingt können. Deshalb stehen wir nun vor der Herausforderung, aus dem Stand heraus und ohne gewohnte Museumsarbeit hinten anstellen zu wollen, unsere Museen krisenfest zu machen. Das mag sich ungewohnt anfühlen, aber zum Glück gibt es ja den DMB, herzlichen Dank nochmal, und ein kleiner Werbeblock, auch die Museumsberatung in den Ländern, wie auch hier die Landesstelle. Natürlich haben auch wir schnell reagiert und die Museen entsprechend der Krisen sozusagen spezielle Angebote angeboten für energetische Sanierung, Beratung in diesem Bereich und auch vieles weiteres. Aber es sind nicht immer diese großen globalen Krisen, durch die wir
Museen begleiten müssen, durch die Museen kommen müssen, sondern eben auch kleinere Krisen können einzelne Häuser bedrohen. Denken Sie an den Verfall von Exponaten, denken Sie an die drohenden Verkauf, denken Sie an, Sie hatten schon gehört, falsche Organisation, denken Sie an falsche Kommunikation, was sozusagen daraus alles erwachsen kann. Und nicht nur in solchen Fällen können wir helfen, sondern auch in Fragen zu Schutz und Sicherheit, zu Notfallprävention und Notfallbewältigung. In den nächsten 10 Tagen steht zum Beispiel eine Fortbildung an bei uns, Museumspraxis, die gab es früher auch nicht so, Klimawandel und Extremwetter. Wie können Museen reagieren? Das sind ganz neue Themen, mit denen wir uns beschäftigen, um die Museen krisenfest zu machen. Und um noch besser aufgestellt zu sein, werden wir auch Mitglied in dem sich jetzt gerade in Gründung befindlichen Notfallverbundes Bayern werden, um auf Großschadenslagen reagieren zu können. Mit diesem kleinen Einblick in unsere Angebote, wie wir versuchen, Museen in Krisen besser helfen zu können und sie durch diese Krisen zu führen, möchte ich schließen mit einem ganz herzlichen Dank an den DMB, dass sie dieses Thema aufgenommen haben und seit 2-3 Jahren wirklich schnell und richtig reagiert haben, um diese neuen Herausforderungen zusammen mit den Museen zu meistern und zum anderen auch für den krisenfesten Ausbau der Museen auf politischer Ebene zu werben. Denn das ist und war wichtig und von großer Bedeutung. Und ich glaube, das belegt auch die große Resonanz für diese Tagung. Wir haben zu lange gescheut, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber weil Museen, wir haben es gehört, in Krisen so relevant sind, müssen sie auch krisenfest sein, weil sonst können wir unsere Aufgaben für die Gesellschaft gerade nicht erfüllen. Daher wünsche auch ich uns eine informative und spannende Tagung, die neue Ansätze bringt und freue mich mit vielen über einzelne Gespräche. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Roth, wir freuen uns ganz besonders, Sie nach so kurzer Zeit zum zweiten Mal hier in Aschaffenburg begrüßen zu dürfen. Sie haben sich das Christian-Schad-Museum damals angeguckt und das Faszinierendste an Ihrem Besuch war, dass Sie sich dafür so viel Zeit genommen haben. Vielen Dank dafür nochmal. Sehr geehrte Frau Präsidentin Arndt, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Dr. Blühbaum, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren, aber ich glaube, jeder von uns hat so etwas wie ein persönliches Museum des Herzens. Bei mir ist das ganz unspektakulär das Deutsch-Ordens-Museum in Bad Mergentheim. Das hat mit dem banalen Umstand zu tun, dass, wenn ich da als Kind drin war, immer große Ferien waren und immer die Sonne geschienen hat. Ich war jetzt vor einiger Zeit, nach vielen, vielen Jahren, mal wieder da. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so naiv war, zu glauben, dass sich da gar nichts geändert hat. Also, dass da immer noch maschinengetippte Pappkärtchen in leicht staubigen Vitrinen liegen könnten. Das war natürlich nicht so. Das heißt, zuerst gab es eine kleine Enttäuschung und dann habe ich aber gemerkt, dass die Kolleginnen und Kollegen in Bad Mergentheim ein ganz tolles neues Museum da auf den Boden gestampft haben. Und das hat mich natürlich gefreut. Auch gefreut habe ich mich natürlich, viele liebgewordene, klein und gar nicht mal immer spektakuläre Exponate in den Vitrinen und Regalen dann doch wiedergefunden zu haben. Das heißt, nach der ersten kleinen Enttäuschung war es dann doch ein wirklich beglückendes Erlebnis, nach vielen Jahren mal wieder da gewesen zu sein. Ich glaube, eine der Ursachen für diese Beglückung war die Tatsache, dass es ein wunderbar ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und dem notwendigen Wandel war. Das ist jetzt eine Gegenindikation zur allgemeinen Krisenwahrnehmung. Und es gibt noch eine, und die ist viel bedeutsamer und die ist erst wenige Tage alt. Das Deutsche Institut für Museumsforschung in Berlin hat eine Studie veröffentlicht, wonach die Museen in Deutschland mit zu den Institutionen gehören, die das meiste Vertrauen genießen. Ich glaube, auch das ist ein Ergebnis von einem gesunden Verhältnis zwischen Fortschritt und Wandel und eben der nötigen Kontinuität. Dieses Ergebnis der Museumsstudie ist großartig, wir dürfen stolz drauf sein, aber so etwas ist natürlich keine Selbstverständlichkeit und es unterliegt auch immer Gefährdungen.
Eine dieser möglichen Gefährdungen sehe ich in der fortschreitenden Digitalisierung und Virtualisierung. Das sind große Versuchungen, die da an uns herangetragen werden. Aber natürlich geht es für uns auch immer darum, die Aura des Originals, das man eben nur im Museum selbst betrachten und bewundern kann, dagegen zu erhalten. Eine andere Herausforderung, die jetzt verstärkt auf uns zukommt und der auch die nächste Tagung unseres Museumsbundes gewidmet sein wird, ist die Forderung einer stärkeren Politisierung der Museen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das ein bisschen skeptisch, weil es ja ein hohes Gut ist, was wir da aufs Spiel setzen. Und auch hier sind die Versuchungen groß, auf viele Pferde aufzuspringen, die da gerade so durchs Dorf getrieben werden. Aber ich muss auch ganz deutlich sagen, die Museen übernehmen sich, glaube ich, wenn sie glauben, sie könnten reparieren, was die Politik verbaselt hat. Hilfestellung können wir natürlich geben, aber auch hier gilt es zu differenzieren und auch zwischen den Dauerausstellungen und natürlich unseren Wechselausstellungen zu unterscheiden. Das heißt also, ich glaube nicht, dass wir unsere Dauerausstellung umbauen sollten, aber natürlich können wir mit Wechselausstellung ganz klare Akzente setzen. Wir haben das hier in Aschaffenburg getan, indem wir die Ausstellung mit den beiden Karikaturisten Grese und Lenz hier in unseren heiligen Hallen, nämlich der Kunsthalle Jesuitenkirche, gezeigt haben. Die nehmen ganz klar Stellung gegen Radikalisierung in der Gesellschaft. Und damit Sie sich das auch anschauen können, haben wir das Museum für Sie heute geöffnet gehalten. Das heißt also, das Christian-Schad-Museum und die Kunsthalle Jesuitenkirche sind für Sie heute den ganzen Tag geöffnet, was Sie hoffentlich nicht dazu führt, die Sektionen hier zu schwänzen. So viel von meiner Seite. Ich wünsche uns einen gedeihlichen Verlauf. Vielen Dank.